Hallo und herzlich willkommen zu Brandenheuer TV. Ich bin Sebastian. Und ich bin Christian. Wir stellen euch heute den Carsten-Virus 4.0 V32 vor. Es ist wieder ein Nitro-Modellauto. Ja. Der stolze Besitzer, er sitzt neben mir und wir machen das für euch. Wir stellen es heute für euch vor. Das ist genauso wie letztes Mal. Sollst du die Ehre haben und es öffnen? Ja, ich präsentiere nun mal dieses Auto. Einmal so der Karton. Und so sieht das Auto im Karton aus. Und wir packen es einfach mal so aus und erklären auch mal so die technischen Daten eines solchen Autos. Besser als in meinem letzten Video. Wir werden es versuchen, besser zu präsentieren. Also so sieht das Auto erstmal mit Gehäuse aus. Die Steuerung ist eine normale Carsten-Steuerung. Also die Carsten Reflex Pro 3, 2,4 GHz. Dasselbe wie letztes Mal. Also, wir präsentieren jetzt mal das Auto so von innen, wie es so aussieht. Also, das Gehäuse nehmen wir mal so ab. Und so sieht das Auto von innen aus. Warte kurz, ich muss mal kurz ransehen. Es ist ein 5,2 Kubikmotor ist da drauf. Eingelaufen ist der, also solche Autos sollte man 3 bis 4 Tankfüllungen sollte man beim Einfahren darauf achten, also leicht fahren und öfters mal auf Halbgas laufen lassen. Die Einstellungen, das ist einmal hier eine Schraube, die muss man so ein Viertel bis also ein Viertel drehen. Zu oder auf, fetter oder magerer. Man merkt also, wenn der Motor das Gas nicht annimmt, muss man ihn entweder fetter stellen oder magerer stellen. An der Seite ist eine Standgasschraube. Wenn er zu hoch läuft, der Motor, dann muss man entweder rein oder raus. Also wenn man kein Gas gibt und er steht, er muss der im Stand laufen, also er darf nicht ausgehen. So viel erstmal zu diesem Auto. Es läuft, wenn es optimal läuft, läuft er an die 90 km/h schnell. Also 20 km/h schneller als die, die wir sonst haben. Ja. Also gut. So, dann habe ich natürlich viele Internetdaten. Und das, was auf dem Vertrag steht, sage ich euch jetzt mal. So, hierauf steht, also die Reifen, die sind schon vorher verklebt, die muss man also nicht wieder vorher verkleben und zusammensetzen. Das ist nämlich ziemlich fummelig. Die Öldruckstoßdämpfer sind einstellbar, wieder mit solchen Clips. Servos sind 9 Kilo Servos mit Metallgetriebe, die halten dann auch länger. Aero, ich lasse es. Steuerung fühlt sich auch wieder so an wie die letzte. Also, naja, ich mag die nicht so. Wie findest du die? Ist gewöhnungsbedürftig. Sagen wir es mal so. Es gibt bessere, sagen wir es auch mal so. Also je nachdem, wie ihr das möchtet, am besten eine Steuerung dafür holen, wie ihr sie haben wollt und möchtet. Ja, das ist ein, wie er schon sagte, 5,2 Kubik Force Motor da drin. Steht hier. Läuft mit Nitro-Sprit, genauso wie der andere. Der Tank ist eigentlich, hat wieder diesen Schnellverschluss. Der sitzt auch ein bisschen fester als bei meinem. Finde ich gut, weil der geht so auch nicht auf. So. Dann Länge.
ist er 515 mm, Breite 305 mm, Höhe 205 mm und Gewicht 3080 Gramm. So. Was ich auch ganz cool finde, die Stoßdämpfer sind wieder eher hochkant und die Degen nicht. Ich finde, die sind besser, die sind auch die Federn besser. Wenn man springt, dann klatscht er nicht richtig hart auf den Boden, sondern er federt mehr. Haben wir gestern im Steuerbuch gesehen. Reso. Das ist ein normales Reso natürlich. Hier ist der Luftfilter wieder rund und nicht eckig. Uns wurde gesagt, er ist, wenn er eckig ist, also länger in der Breite, dann ist der für den Luftzyklus oder so. Was hat er gesagt? Höherer Luftzyklus. Ja, ist dann besser. Ja, überhitzen und sowas. Ja. Erfahrung. Wie fühlt sich das Fahren mit dem an? Also, ich habe ihn noch nicht ganz ausgefahren, weil er noch leicht in der Einfahrphase ist. Sonst wäre ich gerne mal mit Vollgas gefahren, aber wie gesagt, er ist noch in der Einlaufphase und deswegen habe ich noch kein Vollgas gegeben. Ja. Hier sieht man wieder ein paar mehr Metallzeile als bei meinem letzten. Hier vorne zum Beispiel und hier. Das ist auch wieder aus Kunststoff, aber das kann man auswechseln. Und die hier, also die, die Querlenker, die gibt es auch aus Aluminium. Wenn man die rein tut, wenn man irgendwo gegen fährt, brechen die nicht, sondern im schlimmsten Fall biegen die. Ja. Und wenn die aus Aluminium sind, dann wird der Wagen auch leichter. Und man kann besser, umso leichter das Auto, umso besser kann man auch Rennen fahren. Also Profi-Rennen fahren, wo wir leider Gottes noch weit von entfernt sind. Ja, vom Profi. Vom Profi-Rennen fahren. Außer der LAP, der ist glaube ich schon, ja. Der ist mal ein bisschen zu schwer. Ich zeige euch mal wieder den Preis. Das ist der normale Preis. 329,99, also ja, 10 Euro günstiger eigentlich. Wir kaufen die Autos natürlich nicht aus dem Internet, sondern vom Modellbaufachhändler. Wir fahren immer nach Rinteln in den Modellbauladen. Das ist ein guter Verkäufer, er rät einen auch einiges, wie es laufen muss und kann. Er stellt auch bei Bedarf die Autos ein. Also es ist eigentlich ein sehr guter Mensch und auch ein guter Fachhändler. Und wenn ihr halt eben noch nicht so viel wenn ihr mit Nitros anfangen wollt und euch eins kaufen wollt, dann fahrt am besten dahin. Den Namen werdet ihr vielleicht noch erfahren des Händlers. Ja, der wird euch dazu einiges erklären, wenn ihr das da kauft. Richtig netter Typ, ja. Dann würde ich sagen, nein, noch eine Info. So, es werden Videos hier von folgen, wie wir fahren und andere Autos, wie viele haben wir? Um die 5 Stück, oder von besser gesagt 6 Stück. Buggies, dann warte, ich zähle. Also 7 RC-Autos haben wir insgesamt und 1 zerlegt, 2 zerlegte. Also insgesamt dann 9. Ja. Dazu werden wir alle erklären, Fahrtests und so machen, wenn es sich mal ergibt. So. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Brandwender TV-Team. Und abonniert uns, wenn euch diese Videos gefallen. Und unsere ganzen anderen. Egal. Auf Wiedersehen.